So, hallo und wer sich jetzt wundert, nein, das ist jetzt nicht unsere Let's Play-Welt. Ausnahmsweise wollte ich mal woanders anfangen und zwar, um nochmal 1.9 abzuschließen, wollte ich jetzt was zeigen, was eigentlich hier ganz in der Nähe war. Und zwar haben wir bisher doch noch nie ein Pilzbiom gesehen und da möchte ich mich bei Tori bedanken oder bei uns auf dem Server Pop der Coole, dass er uns hier mal so ein Pilzbiom gegeben hat und das sagt ihr, dafür mache ich jetzt kein Special, weil das dauert 2 Minuten. Und dann mache ich mal schnell ein Let's Play, da im Let's Play kurz rein, dass wir hier einmal drüber hinwegfliegen und uns das angucken. Ich habe ja auch schon ein bisschen rumgespielt. Also auch Kühe kann man züchten. Das sieht dann so aus. Das ist ein Baby-Mushroom. Da auch, hier sind überall. Da ist ein ausgewachsenes Mushroom, die kann man dann scheren. Und die verwandeln sich dann in normale Kühe. Weiterhin stehen hier noch ein paar Pilze rum und dieser besondere Boden hier, dieses Pilzgeflecht, was auch so ein bisschen dampft, wenn man guckt. Ich hoffe, das sieht man auf YouTube, dieses kleine Dampfen hier. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Mehr Besonderheiten gibt es jetzt hier nicht, beziehungsweise noch nicht. Hier, da unten sind nochmal, ich finde die Babys so niedlich. Ach ja, und die kann man dann ganz normal züchten halt. So und so. Was auffällig ist, hier Kuh und Mushroom, das geht auch. Da kommt dann eine normale Kuh bei raus. Jetzt schnell hier weg, das wird mir jetzt zu laut. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich jetzt kurz nachreichen. Und jetzt gehen wir auch sofort wieder auf unsere Let's Play-Welt, die wir hier haben. Und hier stehen wir, wo wir letzte Mal ausgeloggt sind, auf Level 3. Und ich habe auf Peaceful stehen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Wir haben nichts zu essen dabei, das werden wir mal nachholen. So, was machen wir heute? Ich wäre ja sehr dafür, dass wir endlich mal die Minecart-Strecke fertig machen. Allerdings sollten wir zuvor noch unsere Hauswand da machen, die, wo wir angefangen haben zu bauen. Und dafür sollten wir ein etwas leereres Inventar haben. Ups. So. Damit wir nochmal ein bisschen Holz holen können. Da, da, da. Spitzhacke, Schaufel, auch nicht schlecht. Ein Stack Fackeln reicht momentan. Können wir das hier hinlegen. Die brauchen wir auch nicht. Und der Rest kommt in die Kiste da droben. Oder da drüben. So, am besten wir gehen auch jetzt erstmal über die Felder, damit wir überhaupt wieder Nahrung kriegen. Thema Nahrung. Ja, jetzt habe ich natürlich die ganze Kohle weggeworfen. Dann gehen wir mal kurz über die Felder und holen uns da unsere Brote. Dann für nächstes Mal machen wir dann die Steaks dann fertig. Ja, und ich weiß, wir müssen die Kisten aufräumen. Das weiß ich. Aber wir haben nicht mehr, wirklich gar nichts mehr zu essen auf die Schnelle. Raw Beef, Raw Chicken. Ja, ich glaube, den Fleischhändler, den können wir heute vielleicht auch schon mal bauen. Dann sind wir das ganze Fleisch hier los. So eine Fleischtour durch die neue Welt müssen wir auch mal wieder machen. Hat sich ja richtig gelohnt. So, ah ne, das wäre doof, wenn ich jetzt hier anfangen würde. Wieso muss es eigentlich ständig regnen? Okay, zum Weiterbauen unseres Örtchens habe ich mir Gedanken gemacht. Ich habe jetzt auch die Kommentare mit eingezogen und alles. Und zwar wird es wie folgt aussehen. Wir werden erstmal jetzt unser zweites Gebiet fertig bauen. Und dann werden wir unter den beiden Gebieten ein Untergrundgebiet erzeugen. Und damit sollten wir erstmal genug Platz haben, um hier effektiv weiter Häuser bauen zu können. Und die Stadt dann auch nicht ganz so breitflächig zu machen. Denn ich habe wirklich die Sorge, dass wenn wir weiter in die Breite gehen, dass dann der Regen noch lauter wird. Und vor allem, dass wir dann das Problem haben, dass unsere Felder und unsere ganzen Anlagen
nicht mehr in den Schanks geladen sind und wir deshalb Produktionsengpässe bekommen. So. Die Felder sind schön gewachsen, das gefällt mir. Wir hätten uns auch jetzt einfach einen Stack Melonen nehmen können. Aber mein Gott, spätestens wenn wir das Wollehaus brauchen, brauchen wir das ganze Zeug hier eh. Also immer brav schön abernten. So. Sobald der Regen aufhört, kann ich dann auch wieder mal ein paar lustige Sachen erzählen. Das lohnt sich so momentan nicht. Weil es ist einfach zu laut. Ich mag das nicht, wenn es so laut ist und ich dagegen anschreien muss. Und ich hasse Regen allgemein. So, also wir machen heute jetzt erstmal die weitere Umrandung fertig. Dass wir damit abschließen können. Dann werden wir uns mal Sand holen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir unsere Kohlevorräte aufgestockt kriegen, denn die werden bis dahin dann etwas in Mitleidenschaft gezogen sein. So, als nächstes, die Kürbisse lassen wir jetzt erstmal stehen. Die brauchen wir gerade nicht so dringend. Ah, es hat aufgehört zu regnen. Was eine Wohltat für meine Ohren. Haben wir schon wieder was? Ach Gott, da haben wir ja gar nichts. Am besten, ich mach's mir heute mal einfach. Und jag hier einfach durch wie so ein wild gewordenes Mammut. Ja, so. Ach, hier oben habe ich vergessen, wieder aufzuforsten. Und ich weiß gar nicht, wie viele wir davon überhaupt noch brauchen werden. Aber ich nehme mal an, dass es noch eine ganze Menge sein wird. Deshalb werden wir wahrscheinlich auch hin und wieder mal nochmal zur Burg fahren und dort auch abernten. Dass ich hier einen Zombie höre, das ist schon eigenartig. Also entweder der ist hier im Haus drin oder er steht da unten irgendwo rum. Ich weiß gar nicht, habe ich das Licht jetzt noch? Ich glaube, das habe ich immer noch auf gering stehen. Das werden wir wohl auch nur noch für irgendwelche Höhlentouren hochstellen. Weil hier zum Bauen ist, ist es einfach Mist. Weil man sieht absolut nicht, wo man noch nachrüsten muss und wo nicht. Und das mit den nachwachsenden Schafen scheint wohl doch nicht so ganz zu stimmen. Also, aber wir lassen sie trotzdem stehen, denn momentan haben wir keinen irgendwie Loot, wenn wir sie abernten und wozu sie dann halt abernten. So, ich würde sagen, dann gehen wir mal kurz jetzt ja zur Burg rüber, ernten dort auch mal alles ab. Wir brauchen Zeug ja eh. Und es dauert ja auch nicht lang. Wie gesagt, die erste Folge einer jeden Aufnahme ist immer dieses Abgeernte. Könnte nervig sein, könnte... Hallo Kumpels! Wow. Eigentlich sind sie ja ganz nett. Sie sollen genervt werden. Irgendwie habe ich da was im Twitter gelesen. Den könnte ich übrigens auch mal auflassen. Ach, den habe ich wieder geschlossen. Dann gibt es hier auch noch News, die wahrscheinlich so alt sind, dass ihr sie eh schon kennen werdet. Aber ich kenne sie nicht und deshalb freue ich mich dann darüber. Und momentan gibt es noch nichts Neues und wir ernten hier mal alles weg. Nachdem wir hier einmal wieder über die Felder getanzt sind. Und da, wo schon Boden ist, können wir es auch hinstellen.
damit der nächste Mal hier wieder ein bisschen mehr steht. Und so werden wir hier immer ein bisschen mehr Profit kriegen. Was heißt Profit? Ein bisschen mehr Anbaufläche. So, jetzt gehen wir nochmal hier. Hier ist nichts. Ist aber auch schwer. Also ich meine, wenn man die Felder kaputt haben will, geht das wahnsinnig schwer. Aber wehe, man will sie nicht kaputt machen. Dann reicht es, sie einmal irgendwie anzugucken. Da sind sie schon kaputt. So. Was ich mir auch noch überlegt habe, wir könnten hier drin ein reinstes Farmhaus bauen. Ich meine, hier ist noch genug Fläche drin, die wir nicht gebrauchen. Da könnten wir theoretisch auch Felder reinsetzen, indem wir die Böden rausreißen. Weil gerade jetzt hier Zuckerrohr brauchen wir ja Massen, um unsere Bücherei anzufertigen. Na, das ist doch schon wieder einiges. Aber das Problem an der Sache ist, sobald die Bücherei dann steht, brauchen wir halt auch kein Zuckerrohr mehr. Außer wir wollen mal einen Kuchen backen. Und natürlich hier fürs Alchemieren brauchen wir natürlich auch noch dann Zuckerrohr. So. Jetzt holen wir uns noch schnell die Hacke. Und dann gehen wir auch noch mal aufs Melonenbeet. Und davon behalten wir dann gleich auch einen Stack. Denn Nahrung ist ja ein entscheidender Faktor in Minecraft geworden. Besonders wie ich gestern gemerkt habe. Die Geschichte könnte ich ja auch erzählen. Ein Kumpel von uns auf dem Server ist gerade erst zu uns gestoßen. Der gute Lato. Und ja, ich habe ihm gesagt, er soll erstmal 10 Minuten in eine Richtung rennen, damit er nicht da baut, wo schon jemand anders gebaut hat. Und ich habe nicht daran gedacht, ihm irgendwelche Lebensmittel zu geben. Und der ist quasi immer wieder gestorben. Ich habe mich so gewundert. Da meint er so, ja, Nahrungsmittel gehen mir immer aus. Ja, da habe ich ihm dann so ein Steak Hühnchen gegeben. Ach, nicht mal. Ich habe ihm 10 Steaks gegeben. Nee, Schnitzel waren es. 10 Schnitzel. So nett bin ich. Ich gebe gerade mal 10 Schnitzel. Also das Fleisch ist ja jetzt auch das Problem. Die brauchen Kohle. Naja, wir könnten theoretisch Lava nehmen. Das wäre eigentlich preiswert. Wenn man überlegt, dass ein Lava-Eimer 100 Ladungen brennt. Ich weiß nur nicht, ob man den Eimer hinterher wieder kriegt. Müssen wir mal ausprobieren. Obwohl, Kohle haben wir eh in Überfluss. Und wenn da mal ein bisschen was drauf geht. Ein Stack Fleisch wäre 8 Stücke Kohle. Wie lange braucht man, um 8 Stücke Kohle zu finden? Also ich bin auch mal überlegen. Entweder wir gehen, nachdem wir dann Sand geerntet haben, auf eine Kohletour oder auf eine Erkundungstour. Ich möchte auch endlich mal ein Schneebiom finden. Aber erstmal machen wir jetzt hier unsere Stadtarbeit zu Ende. Wie viel Sand brauchen wir circa? Also aus 6 Stacks Sand kriege ich... Kriege ich 16 Stacks Glasscheiben. Also mit 12 Stacks Sand sollten wir sehr gut bedient sein. Übrigens, Power ist der Meinung, wir sollen nicht zu unserer Sandgrube hin eine Strecke bauen, weil das ist da so hässlich. Wir werden trotzdem als zweite Priorität, werden wir da auf jeden Fall eine Strecke hinbauen. Einfach aus dem Grund, damit wir auch sicher irgendwie dahin laufen können, wenn wir mal Sand brauchen. Und ich hoffe, ich finde die überhaupt noch. So. So, dann wird mal alles abgelegt. Hätte ich die Melonen nicht auch sofort ablegen können? Na, hier tun wir erstmal die beiden rein und das Deck machen wir dann auch mal wieder voll. Das war jetzt nur Notmanagement, dass ich mir das da genommen habe.
So. Dann hier rein. Und ich überziehe jetzt ein bisschen, denn immerhin haben wir ja die ersten Minuten auch was anderes gemacht als geletzplayt. Wir haben ja mehr gechoed, also können wir jetzt ruhig ein bisschen länger machen und das ganze Zeug noch wegpacken. Und uns sogar schon die Schaufeln herstellen für den... Ah ne, wir gehen ja erstmal Holzfällern, genau. Mehr Weizenfelder vielleicht irgendwann mal anbauen. Oder wir verschieben das Weizenfeld. So, das heißt, die Hacke bringen wir jetzt schnell weg. Und dann ist erstmal dann auch finito für die erste Folge dieser Aufnahme. Und sie fängt quasi so an wie jede andere Folge. Aber daran kann man sich gewöhnen. Das ist nämlich dann Minecraft-Routine-Arbeit.